lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Test Blut Hochdruck. Mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im hellgrünen Kapitel. Medikamente richtig einnehmen. Und da im Teil Wechselwirkungen checken, das ist die Seite 72, 73, 74, 75. Und damit bin ich auch fertig mit diesem Buch. Das Ganze endet mit Hilfsmittel aus der Apotheke. Wechselwirkungen checken. Je mehr Tabletten Sie einnehmen und je mehr Ärzte Sie aufsuchen, desto größer ist das Risiko von Wechselwirkungen. Eine elektronische Überprüfung in der Apotheke kann helfen. Eine Tablette kommt selten allein. Fast jeder vierte gesetzliche Krankenversicherte schluckt mindestens drei Arzneien dauerhaft. Bei den über 70-Jährigen ist es schon jeder zweite. Etwa 600.000 Versicherte nehmen sogar 10 oder mehr Präparate parallel ein. Doch mit der Anzahl verschiedener Tabletten steigt das Risiko für Wechselwirkungen. Wechselwirkungen werden auch wahrscheinlicher, wenn die Patientin der Patient verschiedener Ärzte aufsucht und im Zweifelsfall die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Also keiner der Fachleute darüber Bescheid weiß, was der Patient schon so alles einnimmt, pflanzliche und Nahrungsergänzungsmittel inbegriffen. Denn auch rezeptfreie Arzneimittel können die Häufigkeit von Wechselwirkungen zusammen mit den verordneten Mitteln erhöhen. Schmerzmittel sind schwierige Partner. Man spricht von einer Wechselwirkung, wenn sich zwei Medikamente gegenseitig beeinflussen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass das Medikament A dafür sorgt, dass das Medikament B langsamer oder schneller abgebaut wird. Oder dass das Medikament B besser oder schlechter vom Darm aufgenommen wird. Entsprechend sinkt oder erhöht sich die Konzentration von Medikament B im Blut und die Wirkungen und Nebenwirkungen werden verstärkt oder abgeschwächt. Vielleicht sogar die Wirkung aufgehoben. Insgesamt sind etwa 5000 verschiedene Wechselwirkungen bekannt. Einige wichtige Wechselwirkungen mit Blutdruckmitteln. So. Nochmal die letzten beiden Sätze. Insgesamt sind etwa 5000 verschiedene Wechselwirkungen bekannt. Einige wichtige Wechselwirkungen mit Blutdruckmitteln. Schmerzmittel, sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika wie Diclofenac, Ibuprofen und Naproxen sind keine guten Partner für Bluthochdruckmittel. NSAR können die Wirkung von ACE-Hämmern, Beta-Blockern, Diuretikern und Sertanen abschwächen. Wenn Sie solche Mittel kontinuierlich einnehmen müssen, etwa weil Sie an rheumatoider Arthritis oder Arthrose leiden, sollten Sie häufiger als sonst den Blutdruck kontrollieren. Gegebenenfalls muss die Dosierung der Blutdruckmittel erhöht werden. Ein zweites Risiko der Partnerschaft von Schmerzmitteln und Hochdruckmitteln: die Gefahr für Nierenfunktionsstörungen steigt, wenn NSAR und ACE-Hämmer, Diuretika oder Sertane kombiniert werden. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt muss daher in solchen Fällen die Nierenfunktion im Auge behalten. Diabetesmittel. Diabetesmittel. ACE-Hämmer, einige Sertane und Beta-Blocker können die Wirkung von Insulin- und Diabetestabletten verstärken, sodass
Unterzuckerung droht. Das Gefährliche bei den Beta-Blockern ist, sie können die Symptome einer Unterzuckerung verschleiern, sodass sie die Warnzeichen nicht mehr so gut wahrnehmen. Deshalb müssen Sie besonders zu Beginn der Behandlung Ihre Blutzuckerwerte häufiger als sonst kontrollieren. Mittel gegen Depressionen. Eine Senkung des Blutdrucks im Stehen gehört zu den Nebenwirkungen der trizyklischen Antidepressiva, die Menschen mit Depressionen häufig verschrieben bekommen. Zusammen mit Antihypertensiva kann sich die blutdrucksenkende Wirkung demnach verstärken und der Blutdruck zu stark absinken. Auch bei diesen Partnern ist also eine häufige Blutdruckkontrolle wichtig. ACE-Hämmer, Diuretika und Sartane lassen den Blutspiegel von Lithium ansteigen, sodass dessen Nebenwirkungen stärker zum Zug kommen. Lithium wird als vorbeugendes Mittel bei manischen Depressionen eingesetzt. Wenn sich diese Kombination nicht vermeiden lässt, sollte der Arzt während der Behandlung den Lithiumspiegel stärker kontrollieren. Arzneischeck. Nehmen Sie pflanzliche Mittel ein, die Sie sich selbst in der Apotheke gekauft haben. Auch pflanzliche Mittel können mit Medikamenten interagieren. Johanniskraut etwa, das gegen depressive Störungen wirkt, kann die Wirkung von Calcium-Antagonisten und die Zuverlässigkeit der Verhütungspille abschwächen. Ginsengwurzel, mit der sich Leistung und Konzentration verbessern sollen, kann in Kombination mit Koffein den Blutdruck und die Herzfrequenz bedenklich erhöhen. So, jetzt komme ich zu Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln, Check mit Software und das Ganze endet mit Hilfsmitteln aus der Apotheke. Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln. Wechselwirkungen gibt es auch zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln, sogar mit Getränken. Deshalb nimmt man seine Tabletten am besten immer mit seinem Glas Wasser ein, denn Milch oder Säfte können mit Medikamenten reagieren. Grapefruitsaft. Der saure Saft verstärkt die blutdrucksenkende Wirkung von Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ. Wenn Sie Grapefruitsaft getrunken haben, hält dieser Effekt mindestens 3 Tage an. Deshalb sollten Sie weder Grapefruitsaft essen noch Grapefruitsaft trinken, wenn Sie diese Mittel einnehmen. Auch Granatapfelsaft kann übrigens in Kombination mit blutdrucksenkenden Mitteln zu einem Blutdruckabfall führen. Alkohol. Alkoholische Getränke erweitern kurzfristig die Blutgefäße, sodass der Blutdruck sinkt. In Kombination mit Antihypertensiva kann der Blutdruck also zu weit in den Keller gehen. Umgekehrt verstärken manche Antihypertensiva die Wirkung von Alkohol, beispielsweise Verapamil. Salz. Stark gesalzene Speisen können die Wirkung von Diuretika aufheben. Eine Gesamtmenge von 6 Gramm Kochsalz pro Tag sollte deshalb nicht überschritten werden.
Lakritze. Die Leckerei aus der Süßholzwurzel lässt nicht nur den Blutdruck steigen, sondern steigert auch die Kaliumverluste, die bei Diuretika, ausgenommen kaliumsparende Diuretika, sowieso verstärkt vorkommen. Sodass ein Kaliummangel droht. Patienten mit Bluthochdruck sollten wenig oder keine Lakritze essen. Aha, also Kaliummangel droht. Calcium. Calciumtabletten können, wenn sie Diuretika einnehmen, dazu führen, dass sich zu viel Calcium im Blut befindet. Dieser gestörte Calciumhaushalt kann sich mit einer Reihe von Symptomen wie schneller Ermüdbarkeit oder Muskelschwäche bemerkbar machen. Magnesium. Dieser Mineralstoff kann zusammen mit blutdrucksenkenden Medikamenten zu einem stärkeren Blutdruckabfall führen. Diese Wirkung lässt sich nutzen. Bei gesichertem Magnesiummangel könnte die Einnahme von Magnesium auch zu Blutdruckregulation beitragen. Bei gesichertem Magnesiummangel könnte die Einnahme von Magnesium auch zur Blutdruckregulation beitragen. Nächster Punkt ist Check mit Software und dann die Checkliste Hilfsmittel aus der Apotheke. Sie sollten Ihren Arzt und am besten auch Ihren Apotheker darüber informieren, welche Medikamente Sie einnehmen, einschließlich pflanzlicher Präparate und Nahrungsergänzungsmittel. So kann spätestens der Apotheker, bevor er ein Mittel an Sie herausgibt, vor möglichen Wechselwirkungen warnen. Den Apotheken steht dafür ein elektronisches Hilfsmittel zur Verfügung. Der Interaktion Check mit Hilfe einer speziellen Datenbank. Denn bei nahezu 100.000 zugelassenen Medikamenten in Deutschland kann niemand alle möglichen Wechselwirkungen überblicken. Die Apothekerin, der Apotheker gibt die eingenommenen Medikamente in die Datenbank ein und die Computersoftware warnt nicht nur vor möglichen Interaktionen, sondern teilt sie auch in verschiedene Klassen ein. Denn nicht jede Wechselwirkung ist als gefährlich einzustufen. In leichteren Fällen kann der Apotheker Ratschläge geben, etwa zu einem zeitlichen Abstand bei der Einnahme raten oder dazu auffordern, Blutdruck oder Blutzucker sorgfältig zu kontrollieren. In schwierigeren Fällen kann die Apotheke den Arzt kontaktieren, der gegebenenfalls die Dosierung anpassen oder ein Präparat auswechseln kann. So. Hilfsmittel aus der Apotheke. Tablettenteiler. Manchmal sollen die Tabletten geteilt werden, etwa wenn die Dosis zum Ausschleichen immer weiter reduziert werden soll und die gewünschte Dosis nicht auf dem Markt ist. Nicht alle Pillen haben Bruchrillen. Von der Rückseite draufdrücken steht hier in Klammern. Und manche Rille entpuppt sich als Schmuckkerbe. Greifen Sie in diesen Fällen nicht zu Messer oder Schere, denn das Ergebnis sind häufig ungleiche Stücke, das heißt die Dosierung stimmt nicht mehr. Tablettenteile aus der Apotheke können Tabletten genau in der Mitte teilen, auch ohne dass viel Bruchstaub entsteht. Nächster Punkt. Manche Tabletten dürfen allerdings grundsätzlich nicht geteilt werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Überzug haben, der den Effekt hat, dass der Wirkstoff erst im Dünndarm aufgenommen wird und nicht schon im Magen,
oder einen Überzug, der dafür sorgt, dass der Wirkstoff verzögert, retardiert freigesetzt wird. Auch Kapseln, die von Gelatinehüllen umschlossen oder Dragees, die von einer Zuckerschicht überzogen sind, dürfen nicht zerschnitten werden. Fragen Sie in der Apotheke nach. Tablettendosierer. Habe ich die Tablette schon eingenommen oder noch nicht? Mithilfe einer Tablettenbox, deren Fächer mit den einzunehmenden Tabletten befüllt sind, passiert Ihnen das nicht mehr. Solche Dosierer gibt es für einen Tag, morgens, mittags, abends, nachts oder gleich für eine ganze Woche. So können Sie Ihre Einnahme gut kontrollieren. Platzieren Sie die Box gut sichtbar, nicht aber in Küchen oder Bad. Feuchte Räume sind für die Lagerung von Arzneimitteln ungeeignet. So, das Ganze geht weiter mit mehr Übersicht, der Medikationsplan, und dann kommt noch mit dem Arzt besser kommunizieren, und dann bin ich auch schon durch mit dem hellgrünen Kapitel. So, tschüss.